Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten in Großbritannien gleich im Zuchtstall, denn hier züchten wir Mars. Heute haben wir die Chance auf eine Stute Stufe 3. Und ich habe schon die Gratis-Zuchtverbesserung eingesetzt, habe 3 Videos gesehen, sodass wir jetzt insgesamt auf eine Chance von 47% gekommen sind. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, knapp nicht, nein. Naja, dann bestimmt beim nächsten Mal. Ja, in Deutschland ist der Drache noch in der Zucht. Das heißt, der Sheriff steht noch draußen. Den können wir uns dann auch in der Dressur mal anschauen. Heute, dann können wir den verkaufen und den. Sie noch nicht und sie können wir verkaufen. Okay, das heißt, schicken wir erstmal die Stute auf die Weide. Und dann gucken wir mal, wie viel uns ein Maßstufe Level, ja, Stufe 2, Level 10 Pferd bringt. 42 Diamanten, okay. Dann verkaufen wir die anderen beiden auch. Wir züchten heute auf jeden Fall auf der Fantasieinsel noch. Dann. Achso, ja, hätte ich auch hier gleich drauf achten können. Habe ich leider nicht. Bei ihr ist es ein bisschen schade. Wir haben genug Platz. Ich würde sagen, wir schicken sie einfach nochmal mit auf die Weide, bis sie Level 11 hat. Ja. Weil wir diamantentechnisch nicht so gut dran sind, wie ich es gerne hätte. Ich gucke nochmal, 2900 kostet Winnie. Und wir haben jetzt. Ja, gut, 2 Diamanten kriegen wir vielleicht dann noch, vielleicht auf einer Weide, aber so irgendwie 900 Diamanten fehlen auf jeden Fall noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die so schnell noch zusammenbekommen. Wir können ja trotzdem nochmal nach Deutschland schauen. Ich glaube auch, die Weiden sind noch nicht so weit, dass wir die weiter erweitern können. Genau, die dauern einen Tag 8 Stunden. Die beiden habe ich auch schon sauber gemacht, okay. Die beiden können eigentlich auch noch mal ein bisschen trainieren. Wir haben ja Platz haben wir ja momentan, das heißt, wir müssen ja niemanden verkaufen, bevor er Level 10 erreicht hat. Das heißt, ein Level mehr wäre schön, wenn die beiden das noch schaffen könnten. Theoretisch können wir auch mal gucken, wie viel haben wir denn von diesen. Nur 12 haben wir hier. Ja, ist okay. Das möchte ich jetzt aber nicht. Ich kaufe jetzt auch einfach mal Möhren und Äpfel, auch wenn es finanziell gesehen nicht gut ist. Ich würde aber trotzdem sagen, wir füttern hier den Sheriff nochmal. Und damit hat er Level 7. Na gut, Frankreich ist auch noch in der Zucht. Wir können ja mal gucken. Ich bin zwar schon einmal rumgegangen, habe Pferde auf die Weide geschickt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir hier wen verkaufen können. Ach doch, hier, das Elfenpferd. Und warum bist du nicht auf der Weide? Weil wir dich verkaufen können. Gut, dann schauen wir noch einmal ganz kurz zur Queen rein. Unsere zweite Stufe 1. Stute. Die bringt jetzt nur 33 Diamanten, aber gut, sie ist auch nur Stufe 1. Immerhin. Das heißt, wir haben die 2000 Diamanten geschafft. Dann haben wir hier noch ein Elfenpferd. Auch für 33 Diamanten. Die Romeo. Na, vielleicht. Schaffen wir es doch noch. Gut, die Weide ist auf jeden Fall sauber. Ich würde sagen, wir gucken nach Montana. Der Bobby bleibt auf jeden Fall noch. Ich bin nur am Überlegen, vielleicht. Wir gucken mal. Wenn er Level 15 hat, können wir nicht mehr trainieren schicken. Aber sonst, ja, den können wir ja definitiv auch noch trainieren. Für Münzen zu verkaufen wäre sowieso nicht sinnvoll. So, geht er erstmal mit auf die Weide. Hier steht ein Geister-Mawari zum
Verkauf, wobei auch hier würde ich sagen, komm, wir haben Platz fürs nächste Fohlen. Ein Level schafft auch der Geistermavari hier noch. Okay. Also vielleicht, ich wollte mal gucken. Fruchtige Futter. Okay. 1200 Meter in Mexiko. 8 Hafer verkaufen. Können wir gleich mal schauen. Und fruchtige Futter müssten wir gleich nach Deutschland für. Und wir haben überhaupt keinen Hafer. Wir haben aber Platz und hier haben wir zum Glück. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Und. Hätten wir das auch geschafft. 1200 Meter in Mexiko können wir ja vielleicht auch noch mal machen. Aber wir versuchen jetzt erstmal unser Glück auf der Fantasieinsel mit dem Elfenbeinfeenpferd. Einen Platz haben wir. Die Weide sieht leider aus wie vernachlässigt im Gegensatz zu den anderen. Aber es lohnt sich. Mal nicht verkehrt. Holen wir erstmal das Fohlen raus und schicken das dann gleich auf die Weide. Wir dürften auch die Marsstute verkaufen können. Die würde ich, glaube ich, auch bei Level 10 schon verkaufen, weil es hier doch ein bisschen voller ist. Das Akata Stufe 2 hier würde ich dann aber auch bald, aber ich kann ja schon mal rüberschicken. Der kann in Großbritannien oder ach komm, USA. Da ist momentan ganz gut Platz. Da kann er dann auf die Weide sozusagen gehen. Dann müssten wir hier genau den Abbas verkaufen können. Der bringt 65, weil er Stufe 3 ist. Wir versuchen uns ja an Stufe 4 und ja, den nee, wir verkaufen. Den verkaufen wir jetzt. Ein Level hätte er vielleicht auch noch schaffen können. Aber hier wird es gefühlt momentan doch recht voll. Und die habe ja auch ein Maß. Stufe 2. Level 10 hat sie 42 Diamanten, bringt sie uns. Gut, und damit sind wir doch schon einiges weitergekommen. Es fehlen trotzdem noch zu viele Diamanten und so viel Zeit ist nicht mehr. Heute ist Freitag und bis Sonntag haben wir Zeit. Müssen wir gucken. Oder ob ich mir doch noch was anderes überlege. Also und ich habe euch ja vor einigen Wochen, mittlerweile auch Monaten mal von meinem Katerchen erzählt, dem es nicht gut ging und so richtig gut wird es auch nicht mehr, aber zumindest so, dass er relativ ja, stabil ist und auf jeden Fall noch ein lebenswertes Leben hat. Aber tja, wie es so ist, fängt eine Baustelle an in seinem Alter, dann tut sich die nächste auf und momentan hat er doch mit noch mehr zu kämpfen. Ja, wir müssen gucken, wie es sich entwickelt. Also es ist zumindest abzusehen, dass er nicht mehr so lange da sein wird. Im April hat die Ärztin schon gesagt, man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil sein Herzproblem, das er hat, das haben nicht viele Katzen, eher Hunde. Deswegen kann man da bei ihm nicht so viel zu sagen. Aber durchschnittliche Lebenserwartung wäre noch ein halbes Jahr gewesen. Und trotz Medikamenten und ja, mal gucken. Aber wir hatten ja auf jeden Fall noch mal Zeit mit ihm und wir wollen ja auch nicht, dass es ihm schlecht geht, mein Partner und ich. Und ich wollte nur mal ein Update geben. Also die letzten Wochen ging es ihm relativ gut, hat dann leider sich noch Muskelfaserriss zugezogen und ja. Ja, jetzt kommt noch was dazu. Mal gucken,
Ist nicht schön. Jeder, der Tiere hat, kennt das wahrscheinlich und vor allem auch ältere Tiere. Und er hatte auch lange Zeit wirklich kaum Probleme. Und ja, jetzt kommt halt eins nach dem anderen in recht kurzer Zeit. Ja, aber noch sagt unsere Tierärztin auch, ist es nicht so weit, dass wir sagen müssen, wir lassen ihn gehen. Noch hat er auf jeden Fall was von seinem Leben. Ist halt manchmal ein bisschen schade, dass er nicht selber was dazu sagen kann. Aber man merkt es ja, man kennt ihn ja doch jetzt schon mittlerweile ein paar Jahre und es gibt ja so auch einige Anzeichen, die, das bekommt man mit, wenn es schlimm wird, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man gezielt darauf achtet. So, ja, lassen wir das Thema erstmal. Es zieht mich zumindest sonst wieder zu sehr runter. Ich wollte nur mal ein Update geben. Ja, so, jetzt schauen wir mal nach dem Vito. Wo haben wir ihn denn? Müsste er nicht, hätte er nicht schon. Ich weiß jetzt nicht mehr, ist er hier unten bei den Elite-Pferden oder war er schon mal im Mystischen? Nee, hier ist er. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Sheriff an, wie er sich so in der Dressur macht. Er ist halt nur sozusagen Stufe 1 momentan. Deswegen wird er punktemäßig nicht so gut abschneiden hier am Anfang. 220. Es geht aber. Ja, Anpassung hat er aktuell nicht drauf. Was sieht an sich schick aus. Nur dieser hier diese gerade abgeschnittene Mähne. Weiß nicht, aber dafür backt es halt nicht so durch den Körper, ne? Na gut, hier jetzt ein bisschen. Naja. Ich würde sagen, verlassen wir mal. Vielleicht können wir mit ihm ja noch die 1200 Meter schaffen in Mexiko. Oh, regnet. Schade. Oh, wir haben nur noch zwei Pferde draußen. So schlecht sind seine Werte, aber dafür nicht. Legolas ist ja hier Stufe 2. Gut, hat besseren Sprung, aber ich bin noch mal gespannt, wo der Sheriff dann auf Stufe 2 besser ist oder auf Stufe 3 in der Ausdauer oder in der Geschwindigkeit. Was da dann so seine bevorzugte Disziplin ist. Wir gucken mal. Wenn wir es nicht schaffen, kann ich ja nochmal mit einem anderen Pferd es versuchen. Und die, ach so, gemischte Futter brauchen wir dann noch für die Tagesaufgabe. Ach genau, und die Rennen für die Rezeptabschnitte fürs Eisderby-Pferd habe ich erledigt. Ich habe es auch. Ich weiß gar nicht, wen hatte ich denn dabei? Hat es vorhin auch geregnet? Genau, Gold Fever hatte ich dabei, aber leider bin ich zu schlecht. Ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, dreimal könnte man schaffen, perfekt zu treffen. Also entweder habe ich den Start gut hingekriegt und habe es danach, ja, nicht hinbekommen oder ich hatte einen nicht so guten Start, hatte nur einen guten Start und ja, habe danach perfekt weiter gesprintet. Das war so ein bisschen deprimierend.
Aber so ein bisschen Zeit ist ja noch. Oh, die 1200 Meter schaffen wir ja recht locker, ne? So schlecht ist er nicht. Ja, schauen wir mal, wie weit wir mit ihm kommen. Und die 10 Diamanten für die Tagesaufgabe wären jetzt natürlich auch nicht verkehrt. So, ne, 1800 schaffen wir noch. Schaffen wir auch die 1900. Wird so langsam eng. Oh. Oh, sogar noch die 2000 geschafft. So. Ich habe leider vergessen, mein Handy wegzupacken. Das tut mir leid, das habt ihr bestimmt gerade gehört. 2143 Meter haben wir geschafft. Jo, also ohne Verbesserung, ohne einmal Verlängerung, also kriegen wir mit dem auch den zweiten Meilenstein auf jeden Fall hin und den dritten. Jupiter, ne? Ja. Na gut. Jetzt gerade nichts ganz Spannendes. Aber ist die Frage, gehen denn eigentlich die besten Listen hier wieder? Nee. Schade. So, dann können wir ja erstmal das abholen. Genau, und Fruchtgefutter. Ich meine, das sind diese... Sind das diese gelben Gläser? Wenn ich die schon fertig habe, wäre natürlich gut. Vielleicht sind das die hier. Gucken wir mal. Fruchtiges Futter, ja. Achso, ich habe keine Äpfel. Egal. Egal. Ärgerlich, aber naja. Gut. Dann haben wir nochmal 10 Diamanten abgeholt. Können wir hier eigentlich noch mal schnell ausmisten. So kriegen wir auch noch mal, ja, so leveln wir unseren Sheriff schon mal ein bisschen und kriegen auch mal ein paar Erfahrungspunkte. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir mal, welche Zucht wir als nächstes starten. Bis dahin sollte dann auch der Drache fertig sein. Und, ja, dann hoffe ich mal, dass wir hier mit dem Sheriff weiter züchten können. Ich habe zumindest eine Stute gefunden auf Stufe 1 aktuell. Ich hoffe, wenn wir dann hier zusammen züchten, dass dann vielleicht auch Stufe 3 schon da ist zum Züchten. Und deswegen habe ich Phoebe erstmal nach Hause geschickt, sozusagen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!